Leute, ich habe einen ganz kurzen Tipp für euch, einen ganz kurzen und einfach extrem effektiven Tipp, um eure Waffe am schnellsten zu leveln. Wer daran interessiert ist, schnell eine Waffe auf Level 100 zu bekommen und sogar Waffen, die ihr eigentlich überhaupt nicht beherrscht, extrem einfach zu leveln. Es ist ein extrem absurder und so simpler Trick, die Waffe zu leveln. Natürlich müsst ihr nachher noch, wenn ihr Level 100 erreicht habt und die Waffe final mastern wollt, müsst ihr natürlich noch die 5 Herausforderungen schaffen. Das ist dann nochmal eine andere Nummer, aber bis Level 100 sollte das eigentlich kein Problem sein, jede Waffe hochzukriegen, egal wie unbeliebt die Waffe ist. Und ich gebe euch einen Tipp: Der schnellste Weg, eine unbeliebte Waffe mit sich zu führen oder eben zu leveln, nehmt Ballistik, knallt diese Waffe in den Sling und tragt die Waffe einfach mit euch, wenn gerade nichts los ist. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, wofür gibt es überhaupt Punkte. Waffe benutzen, Kills, Damage, Headshots, eigentlich recht simpel. Wir wechseln jetzt mal wieder hier hin und ich zeige euch ein Endscreen einer Runde, wo ihr die Waffen-XP genauer seht. Wir haben einmal 50 Punkte für Kills. Ich kann euch jetzt leider gerade nicht genau sagen, wie viele Kills das in dieser Runde waren. Damage 63, Headshots 20, Platzierung sogar noch 17 Punkte für Platz 3. Und jetzt kommt eigentlich der Wahnsinn. Halten. Einfach nur halten. Es ist kein Witz. 271 Punkte. Das ist zusammengefasst mehr als die einzelnen Punkte, die ihr hier seht. Das ist absoluter Wahnsinn. Das ist wirklich nur, wenn ihr die Waffe in der Hand haltet. Ihr müsst mit der Waffe nichts machen, außer sie in der Hand halten. Deswegen habe ich gerade gesagt, packt von mir aus bei Ballistik in den Sling, wenn ihr nicht unbedingt Wert darauf legt, eure ultimative Fähigkeit zu benutzen. Packt eine unbeliebte Waffe von mir aus, die Longbow, wenn ihr mit der nicht umgehen könnt, knallt die da rein und holt die immer dann raus, wenn gerade nichts los ist und rennt mit dieser Waffe durch die Gegend. Natürlich ist es ein Fakt, das dürft ihr nicht vergessen, habt ihr eine Waffe in der Hand und lauft. Lauft ihr natürlich ein Stück weit langsamer, als wenn ihr vielleicht die Waffe holstert und vor einem Gegner wegrennt. Das müsst ihr natürlich beachten, aber das ist tatsächlich wirklich ein absurder und extrem leichter Weg, eure Waffe zu leveln. Die 5 Herausforderungen, die machen sich natürlich nicht von alleine. Es sind einige dabei, die sehr, sehr schwierig sind. Aber ich wollte euch hier diesen Weg zeigen, bevor das vielleicht sogar gepatcht wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auf jeden Fall Anpassungen über kurz oder lang passieren. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie weit seid ihr so mit den Favorite-Waffen. Meine G7 zum Beispiel ist gerade auf Level 19. Ich habe bis jetzt quasi noch kein Trial machen müssen, bin aber auf jeden Fall sehr gespannt. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.